Aber ich schaue trotzdem gleich mal rüber zu Twitch in mein Dashboard, in mein Cockpit, um mal zu gucken, ja, wie es eben mit den Werbeclips aussieht. Und testweise würde ich einmal einen 30-Sekunden-Clip spielen. Einfach nur testweise. Also würde auf den Button klicken, jetzt hier 30 Sekunden Werbeclip. Ob das alles so funktioniert. Wie gesagt, ist halt gerade alles austesten. So, ich stelle mich hier in die Ecke, mach mal kurz Pause. Der Sport. Einstellungen hier, genau. Erstmal in die Einstellungen schauen. Mehr Kontrolle über Werbung. Richte einen Wann zwischen dem Abstand zwischen dem Stream und der Länge der Werbepause. Mach deine Zuschauer heiß. Okay, kannst du den Start des Zeitplans nach hinten verschieben. Zum Einstieg haben wir eine. Okay. Okay. Aber das muss ich erstmal zusätzlich aktivieren. Okay, dann, wie gesagt, jetzt einmal kurz ein 30-sekündiger Werbeclip. In den 30 Sekunden mache ich auch nichts. Wie gesagt, einfach nur, um einmal zu testen. Okay. Gut. Immer diese Werbeeinnahmen, gell? Okay. Dieses Kommando hat tatsächlich auch einen Cooldown. Kann ich jetzt 8 Minuten lang nicht mehr nutzen. Gibt noch einen Button für 1 Minute? Nee, 1 Minute geht auch nicht. Du hast erst kürzlich Werbung geschaltet und musst nun kurz warten. Okay. Du bist bestimmt so jemand, der auf YouTube extra die 10 Minuten streckt. Ja. Ja, so eine Leute kenne ich, beziehungsweise ich kenne so eine Videos auf YouTube. Weiß nicht, es waren teilweise so 5 Minuten Videos, aber 5 Minuten Content und dann über 11 Minuten. Einfach nur Black Screen, damit sie Werbung schalten können. Gott, ey, wie lange dauert denn das noch? Ich hab so schon geschisst mit dieser blöden Hütte hier. Wie spät ist denn draußen? Ist noch Tag? Ja, noch. Ich glaube, wenn ich mit den Büchern hier durch bin, kann ich rausgehen. Wie gesagt, ich würde gerne mal wieder ein bisschen jagen gehen. Ich brauche ganz dringend Knochenmehl. Brennt eigentlich ein Zaubertisch? Was ist denn da drin? Buch, 2 Obsidian. Ne, 4 Obsidian, 2 Diamanten. Ich würde mal ganz krass behaupten, er brennt nicht. Ich weiß es nicht, ich probiere es dann einfach aus. Ups. Ja, dann bleibt es halt so.
Ups. Wow, hast du gut gemacht, du Trottel. Wer bist denn du? Du bist ein Fischer. Ja, komm da raus. Spätestens morgen früh kommt er vielleicht raus. Wow. Wir haben über einen Stack Bücherregale. Nice. Steht der nächste Baum? Ja, der nächste Baum steht. Alles klar. Ne, dann gehe ich nochmal den Baum hier weghacken, um einen neuen zu planten. Dann kann der neue nämlich schon mal nachwachsen. Was war denn das jetzt für eine blöde Idee? Überlegen, ob ich mir heute eine Energy reindrücke. Das sind so Kopfschmerzen, die ich gerade habe, die, glaube ich, mit Energy weggehen könnten. Ach Gott, wenn ich daran denke, dass ich morgen mit einem Zug zur Uni fahren muss und aktuell wird hier gebaut. Was? Es war der Sicherheitsbeauftragte, der hat die Bodensprinkleranlage installiert. What? Worauf hat sie denn das jetzt bezogen? Das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Achso, ja, dort in der Hütte. Alles klar. Ja, ich bin ein bisschen langsam gerade, ne? Merkt man vielleicht. Es waren sogar zwei Stacks. Aha. Nix kann er. Also noch lebt der Apfel-Energy-Drink. Ah. Hätte ich dir eigentlich nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Wäre krass, wenn er lebt, bis ich das nächste Mal bei dir bin. Ich liebe Piercing-Shots. Den Zombie höre ich. Das ist der, der rechts nämlich so anstöhnt. Ne, verkackt. Als ob der mich nicht sieht. Der stöhnt unter mir oder so, ne? Was? Hat sich irgendwie nicht ergeben, immer vergessen und dann um 22 Uhr hat sich auch nicht mehr gelohnt. Ja, das stimmt. Wobei wir, glaube ich, auch schon teilweise gegen 10 Energy getrunken haben. Na gut, da war ich zu Besuch. Du bist ein Zombie-Villager, oder? Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Piu, piu, piu. Ja, da musst du zu früh nicht raus, das stimmt. Ups. Erstmal was futtern. Und meine
ganzen Pfeile wieder einsammeln. Oh. Shit. Zack. Oh, eine Eisenbahn. Ja, und jetzt habe ich hier nur noch Zombies und Creeper. Zombies und Creeper interessieren mich halt gar nicht. Ich will Skelette. Was ein bisschen doof, wenn man um 6 raus muss und erstmal Energy reinknallt. Hallo, Chilane Babui. Guten Nachmittag. Nee, Mittag ist es ja eigentlich eher noch. Stimmt schon. Wie sieht denn der Creeper aus? Oh. Och nö. So, ist nicht. Das da oben sind auch nur Zombies. Das ist voll langweilig. Ich will Skelette. Ich brauche Knochen mehr. Wie verreichen? Ich habe 6 Knochen. Da ist ein Skelett. Hast du ja schnell gemerkt. Ups. Ach, da werde ich die Tage ja eigentlich auch kein Paper Mario aufnehmen können, so ein Käse. Weil meine Stimme hat gestern eigentlich echt ziemlich gelitten. Mit Paper Mario muss ich die ganze Zeit die Stimme verstellen. Ist teilweise echt anstrengend. So, jetzt ein Baby-Zombies hier platt machen. Kannst du mal aufhören zu laufen? Ja, schießen kannst du auch nicht. Hast du gut gemacht, dusselige Spinne. So, da hinten sind überall Creeper. Da vorne sind überall Creeper. Okay, ich beende die Nacht. Ich beende die Nacht. So, ein paar Knochen habe ich ja jetzt. Ist too far away, als ob. Ey, mein Kopf, ne? So, ich schmeiß jetzt erstmal die ganzen Monster-Sachen hier. Vor allem das. Hier rein. Dämmel können weg. So. Wie gesagt, Dämmel können weg.
Oh, warte mal, die Weed Seeds, die kann ich ja hier reinschmeißen. So, zack. Plöpp. Bone Meal. So, und dann war ich Silky. Da. Ups. Ah, ja, ich Wolle drin gelagert. Ja, da habe ich Betten drin gelagert. So, was schmeiß ich weg? So, zack. Ja, jetzt guckst du doof, wa? Habe ich deinen Arbeitstisch geklaut? Du wirst erstmal kurz umgesiedelt. Hier ein Kessel, hier gibt es einen Braustand. Da gibt es zwei Betten. Ich hoffe, die passen dann noch hin. Steht jetzt immer noch da und guckt blöd. Ja, da vorne ist dein Arbeitstisch. Schuh. Schusch. Was? VTube-Avatar wann? Ja, ich habe ja jetzt schon einmal, also schon mehrmals mit Facecam gestreamt. Also die Banner hier, die will ich behalten. Ah, dauert alles gleich lang. Oh! Axt. Brennen Kisten? Kisten brennen, oder? Minecraft Wiki. Chest. Truhe da. Schwerkraft. Entflammbar. Ja, aber verbrennt nicht. Okay. Das ist gut und das ist wichtig. Der Villager steht jetzt ganz blöd hier in der Ecke. Weil eigentlich will ich Yoshi hier niederbrennen. Das Kisten haben früher mal gebrannt und sind abgefackelt. Glaube heute nicht mehr. Okay, das ist gut. Wo ist mein Werkzeug? Ah, das benötigte Werkzeug ist hier. Frage ist nur, in welche Kiste? Da haben wir es doch. Gleich mal aus der Hand legen. Mist, da muss ich jetzt auch wieder auf die Nacht warten. Achso, und das eine Bett, das ich über hab, ja. Mein Böhm ist hier hinten. Meine böhmischen Wälder. Klock, klock. Ups. Nee, der Soundtrack ist deprimierend. Okay. Okay. Hm.
So. Er hatte Music B im Hintergrund noch an. Naja, ich bin jetzt wieder zu iTunes gewechselt. Ich hatte iTunes ja eigentlich nur deswegen verlassen, weil immer wenn ich Musik hinzugefügt habe, hat sich das Programm komplett aufgehangen. Es war halt irgendwann so nervig, dass ich gesagt habe, ey, jetzt reicht's mir. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Aber jetzt habe ich neulich mal wieder mit iTunes gearbeitet und da hat wieder alles funktioniert. Konnte Musik einfügen, ohne dass irgendwas hing. Deswegen, ja, bin ich wieder dabei. Also, ist tatsächlich so zur Musikverwaltung eigentlich mein Lieblingsprogramm, meine Lieblingssoftware. Ich finde, es funktioniert. Es funktioniert. Klar, es gibt auch diesen Windows Media Explorer. Der funktioniert nicht gut, finde ich. Sie könnten es besser machen, tun es aber nicht.